Ja, herzlich willkommen beim Joe. Heute, ihr seht es geht um die DKMS. Ich habe mir vor mehreren Wochen ein sogenanntes Registrierungs- bzw. Aufnahmeset bestellt für die deutsche Knochenmarkspendedatei, also die DKMS. Ja, das Ganze gibt es ja schon seit 1991. Habe es leider immer auf die lange Bank geschoben. War immer etwas, was ich schon ganz lange machen wollte. Es aber immer wieder irgendwie in die Zukunft verschoben habe. Und jetzt, ja, wird es langsamer Zeit. Ja, und das kommt halt alles dann bei euch an. Einmal natürlich ein allgemeiner Brief, den ich jetzt hier erstmal weggelassen habe. Eine Einverständniserklärung, die ihr dann noch unterschreiben müsst. Drei Wattestäbchen und ja, im Prinzip hier kommt dann am Ende euer Registrierungsset rein und dann wird es ausgewertet. Gut, dann fangen wir doch gleich mal an mit den drei Wattestäbchen. Hierbei ist im Prinzip wichtig, dass man nicht oben die Watte berührt und auch alle drei Stäbchen benutzt. Und dann trocknen lässt. So, fangen wir mal an mit dem ersten. Den werde ich dann in die rechte Backenhälfte tun und eine Minute lang, ich glaube, es war eine Minute, ich lese aber nochmal, genau 60 Sekunden mit Druck an die Wangenaußenseite, Wangenaußenseite, sehr gut, an die Wangeninnenseite abstreifen. Ne? Wie gesagt, es geht da auch nicht um den Speichel, sondern im Prinzip eigentlich ja dann darum, dass die Wangenschleimhaut, also dass von der Wangenschleimhaut dann quasi Zellen aufgenommen werden. Genau, dazu habe ich noch ein Glas geholt, damit ich es am Ende zum Trocknen reinstellen kann. Fangen wir an. So, das erste Stäbchen ist fertig. Jetzt nehme ich mir das zweite, tue es in die linke Wangeninnenseite. Wieder für 60 Sekunden. Drehe das natürlich auch ein bisschen und versuche wirklich gut Druck aufzuwenden. Genau, das erste Stäbchen kann dann natürlich schon mal trocknen. So, dann ist auch schon das zweite Stäbchen fertig. Das darf dann auch da rein. Jetzt im dritten gehe ich einfach nochmal in all die Bereiche, wo ich vielleicht noch nicht war. Gehe vielleicht noch ein bisschen näher auch noch von der Wange zum Zahnfleisch hin und gehe auch mal vorne an der Unterseite der Lippe oder Innenseite der Lippe nochmal entlang. Also packen wir's. So ist das dritte auch nochmal durch. Und das jetzt auch nochmal 5 Minuten trocknen lassen. Ich meine, hier drin steht sogar 2 Minuten trocknen lassen. Jetzt 5 Minuten trocknen lassen, dann hier den Kleber abnehmen, das Ganze zumachen und wieder zurückschicken. Ne? Hier müsst ihr dann noch euer Etikett draufkleben, was dann mit in eurer Einverständniserklärung drin ist. So ein kleines Klebeetikett, das kann dann wieder drauf. Und dann das Ganze in den Umschlag und dann könnt ihr es auch schon wieder zurückschicken. Das heißt, das Ganze dauert wirklich ja, nicht mal 5 Minuten. Es ist unnötig. Macht es nicht so wie ich und schiebt es auf die lange Bank und schiebt es auf irgendein Tag, der nie kommen wird. Man weiß nie, wer im Moment darauf angewiesen wäre, dass man selbst da die Initiative ergreift. Und deswegen würde ich sagen, sollten wir alle ein Stück versuchen, unseren eigenen Schweinehund zu überwinden und das einfach mal zu machen, um anderen Leuten zu helfen. Das war's auch schon wieder. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, holt euch das Registrierungsset. Der DKMS.